nach 6 haben wir es. Ich sattel gerade um. Hab meinen Dreiachser, beziehungsweise mein Dreiachser sattel ich auf. Und dann fahre ich runter nach Alsei. Steht unsere kleine Planierraube, die 716. So, was denn, wie lange der Akku hält? Ich tausche den schnell. Oh, Augenblick. Also ich kann auch drehen. Das passt.
jetzt. Wegräumen dieser kleinen Aufschüttung hier. So, wunderbar. Wunderbar. Laden. Ich mache mir hier gerade ein paar Gedanken wegen dem Schacht, der da rechts sitzt. Sorry. Hier vorne der, aber das sollte normalerweise, wenn ich linke Seite sehe ich ja, wenn ich mit der ersten Achse auf dem Laster vorne fahre, sollte ich einlenken können. Drin. Alles gut. Ja, wenn man im fünften Gang losfahren will. So, jetzt kann man die Rübe rausstrecken. Oh, das soll nicht. Geht auch so. Muss ich noch nicht mal mitlenken.
Hier ist eine richtige Pampe. Also reinfahren kann ich definitiv nicht. Ich habe hier so jetzt quer auf der Bahn und stoße gleich wieder ein Stück zurück. Baustelle und runter nach Alsey und lade dort die Walze, die da steht. Innerhalb von ein paar Minuten ist jetzt hier der ganze Nebel weg. Und die Sonne steht am Himmel. So. Gerade in der Werkstatt. Die Walze, die hier vorne steht. Habe ich abgeladen. Ich nehme jetzt einen neuen 38 mit raus. Ja. Das ist mir das letzte Mal schon aufgefallen. Ich habe in Mannheim in der Baustelle mit dem Dreiachser in 946 umgesetzt. So. Ich habe nur 8,6 Tonnen Achslast. Ich bin
Ende die Achse sind um drei, um gute drei Tonnen überladen. Ich habe 8,6 auf dem Maschinewagen und 8,6 auf der Zwillingsbereifung und 7,2 auf der zweiten Lenkachse. Ich weiß nicht, warum der mir so wenig anzeigt. Ich, keine Ahnung. Der hier ist auch neu. Ein R914. Der wurde umgebaut zum. Da kommt eine Fräse vorne dran. Muss Asbestputz abfräsen. Ja, eine neue Backe. Ist halt so. Ich tank den hier jetzt noch voll, weil den stelle ich neu rüber auf die andere Seite. Und wenn ich den rausfahre, muss ich den sowieso tanken, also mache ich es jetzt gleich. Egal.
lade ich hier den Bagger ab, schmeiße ihn hier runter, dann sattel ich noch um. Dann liegt noch ein Hammer drauf vom KMC. Der liegt auf meinem Vierachser, den muss ich dann auch noch runterschmeißen. Eieieiei. Wieder lange Tag. Doch nicht so hart zu dir. Der Letzte, nicht das Letzte. Ach stimmt, da war was. Okay, vielen Dank. Also Helm zu, war die Autobahn noch frei. Okay, danke. Ja, bitte. Ich bin eine zu früh. Da rein. Da ist er zu Hause, da habe ich mal unseren Cut, unseren 336 habe ich mal hier gefahren. Mit Hitcher kenne noch den Meter Vorfahren, Kollege. Alles gut. Ja. Der Buck, ne? Also mein LKW meine ich. So. Da steht das Stück. Fahrbremsverhalten verändert. Sag ich doch die ganze Zeit. Der fährt auch nicht richtig an. Der juckelt und ruckelt. Merkst du das auch so? Ja. Ich mach den jetzt mal aus. Lass den mal aus. Ein paar Minuten. Esse mit dem Kollegen noch eine Wurst und dann geht's ab. Vielleicht läuft er wieder bis dahin. Alter, das hasse ich so an dem Mistgerät da oben drin.
keine Mutter.